Hallo und herzlich willkommen, liebe Medfreunde, zum dritten Teil des Wikingerblut-Ansatzes 2021. Für euch ist jetzt hier gerade mal eine Woche vergangen, aber das letzte Video hatte ich ja auf Reserve. Das heißt, nach der letzten Nachsüße sind bereits 14 Tage vergangen und die Gärung ebbt langsam, aber sicher wieder ab. An dem Gärspund erkennt man ab und zu noch mal eine Blase, aber diese Reaktion ist gar nicht zu vergleichen mit der Reaktion vor 14 Tagen. Von daher werde ich heute wieder kontrollieren, weil ich auch wieder mal neugierig bin, wie sich denn jetzt hier das Gewürzaroma entwickelt hat, ob das immer noch so intensiv ist oder nicht. Beim letzten Mal habe ich ja den restlichen Saft hinzugegeben und noch einmal 750 Gramm von dem schönen Waldhonig aus der Lüneburger Heide. Und von daher habe ich ja den Gewürzsud beim letzten Mal relativ stark verdünnt. Also werde ich jetzt gleich zuerst wieder einmal den Ansatz überprüfen, den Geschmack überprüfen, den Restzuckergehalt und nebenbei auch den Alkoholgehalt. Beim letzten Mal hatten wir ja 9% gemessen. Ihr seht schon, hier steht noch ein zweiter Gärballon a 10 Liter und ich fürchte, ich komme heute nicht umhin, den Ansatz hier aus dem 5 Liter Gärballon auszulagern in den 10 Liter Ballon, weil ich mich hier mit den Mengen leider völlig verschätzt habe. Das ist aber gar nicht so tragisch. Auch diese Frage wurde mir schon häufiger gestellt. Kann ich meinen kleinen Ansatz hier bedenkenlos in einen größeren Gärballon geben? Selbstverständlich geht das. Wir haben dann zwar etwas mehr Luft quasi, aber das wird relativ zügig verdrängt durch das entstehende CO2 und im Endeffekt bleibt in vielen Situationen gar keine andere Möglichkeit, es sei denn, man entnimmt hier immer wieder größere Mengen aus dem kleineren Gärballon, damit man wieder nachsüßen kann. Das wiederum verringert jedes Mal auch den Alkoholgehalt. Und die ganze Gärung zieht sich somit unnötig in die Länge. Von daher werde ich hier nach der Verkostung den Inhalt von diesem 5 Liter Gärballon mit einem Weinheber in den 10 Liter Gärballon verbringen. Aber zuallererst werde ich jetzt den Ansatz überprüfen. Ich werde gleich auch das Wasser hier im Gärspund austauschen. Mittlerweile haben sich weitere Fruchtfliegen darin verirrt, obwohl sich hier ein Deckel darauf befindet. In diesem Deckel sind winzig kleine Löchchen und ich vermute mal, das ist der einzige Zugang. Die Fruchtfliegen quetschen sich wirklich durch diese winzigen Löcher hier in dem Deckel. Mich empfängt schon ein geradezu grandioses Gewürzaroma hier. Also im Gegensatz zum letzten Mal riecht das hier ganz fantastisch. Das erinnert mich an einen würzigen Schnaps, an einen Kräuterschnaps oder dergleichen. Ja, das ist auch nicht mehr ganz so intensiv wie beim letzten Mal. Ich denke, bei der Umfüllaktion gleich werde ich auch jetzt hier die
Gewürze entfernen. So, aber zuallererst werden wir mal verkosten. Das Ganze sieht schon sehr gut aus. So, ich entnehme noch etwas. Das sollte reichen. So, ja, die Gewürze sind nicht mehr so stark im Geruch wie bei der letzten Verkostung. Skål. Oh, lecker. Jetzt ist das Ganze ziemlich rund, muss ich sagen. Aber es ist noch eine Restsüße vorhanden. Also entfällt heute vermutlich auch die ganze Umfüllaktion. Also das schmeckt mir heute erheblich besser als beim letzten Mal. Sehr, sehr lecker. Und mittlerweile kommt auch die Kirsche etwas mehr zum Vorschein, was die Restsüße wirklich ausmacht. Das ist ganz unglaublich. Wir müssen ja immer zusehen, dass wir dieses Aromadreieck halten. Das heißt, Süße, Säure und Alkoholgehalt müssen ungefähr im Gleichgewicht stehen. Dann stimmt der Geschmack. Oh ja, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz köstliches Wikingerblut. Hätte ich nicht gedacht, beim letzten Mal habe ich mich erschrocken. Aber durch diese leichte Verdünnung mit dem Saft und den 750 Gramm Honig, das war der Knaller. Und der Alkoholgehalt hier, merke ich auch jetzt gerade, der ist auch gestiegen. Und wir werden den jetzt mal hier überprüfen. So, dann wollen wir mal. Wir haben jetzt zwar noch eine Restsüße, aber die ist nicht ganz so intensiv. Ich hoffe mal, dass wir hier einen vernünftigen Wert messen werden jetzt. Leute, der Geschmack ist einfach fantastisch. Der wird euch umhauen, ich sag's euch. Vor allen Dingen, wenn ihr sowieso gerne diese Gewürze mögt, die ich verwendet habe. So. Dann wollen wir das Ganze mal ablesen. Ja, liebe Metfreunde, ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt. Entweder habe ich mich beim letzten Mal wirklich deutlich vermessen, was ich jetzt allerdings nicht glaube, oder in den letzten 14 Tagen haben sich jetzt hier noch einmal 5% Alkohol entwickelt. Zusätzlich, denn wir haben einen Alkoholgehalt von 14% erreicht. Und das freut mich gerade wirklich sehr. Man merkt auch, durch den gestiegenen Alkoholgehalt steigert sich auch der Geschmack.
Die Kräuter treten nicht mehr so in den Vordergrund. Und eigentlich kann ich euch jetzt schon sagen, dass meine vorgegebene Kräutermenge bzw. Gewürzmenge, dass die, glaube ich, vollkommen korrekt ist, um diesen Geschmack hier zu erzeugen. Also davon könnte ich mir jetzt schon gerne einen Becher genehmigen. Fantastisch. Hier stimmt wirklich alles. Leckere Gewürze, eine fruchtige Note, eine Kirschnote und der herrliche Honig, die Restsüße, die hier noch vorhanden ist. Und natürlich die 14% Alkoholgehalt. Wahnsinn. Wahnsinn. Köstlich. Also bis jetzt toppt hier unser Kleine auf jeden Fall schon mein altes Wikingerblut. Geschmacklich also mindestens 100 Mal intensiver. Und die Kräuter tun ihr Übriges. Ja, ich freue mich gerade ziemlich, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil auch erst einmal diese ganze Umfüllaktion hier heute nicht stattfindet. So kann ich den kleinen Ansatz hier noch in Ruhe weitergären lassen. Ich denke, ich tausche gerade mal eben noch das Wasser aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe das Wasser im Gärspund gewechselt. Die drei kleinen Fruchtfliegen sind jetzt auch raus. Und ich kann es verstehen, dass dieser Duft hier für die kleinen Insekten so unwiderstehlich ist. Also Leute, heute, das ist ein himmelschreiender Unterschied zur letzten Verkostung. Ich bin absolut begeistert. Erst hatte ich wirklich große Bedenken, da ich auch diese Videos ja hier alle schon veröffentlicht hatte und der ein oder andere vielleicht auch schon angefangen hatte, hier das nachzumachen. Aber ich kann euch jetzt beruhigen, das Ergebnis hier wird euch umhauen. Das sage ich euch jetzt schon. Und das ist ja jetzt erstmal nur eine ganz frühe Phase von diesem Met. Stellt euch mal vor, wenn dieser Met hier erstmal eine Weile gelagert hat, ich darf gar nicht dran denken, wie dieser Met hier in einem Jahr schmecken würde. Also, ich bereue es jetzt schon ein bisschen, dass ich nicht eine größere Menge davon angesetzt habe. Aber das kann ja noch kommen. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier noch eine Restsüße haben, war es das auch erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen für dieses Video. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu und ihr werdet keines der neueren Videos mehr verpassen. Schaut auch mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich bzw. meinen Kanal hier unterstützen könnt. Ich kann euch sagen, alles fließt hier garantiert in den Kanal. Ich habe bis jetzt von den Spenden auch Honig erworben und Gerätschaften. Von daher bin ich jedem von euch dankbar, der mir ein bisschen Unterstützung zukommen lässt, damit es hier auf dem Kanal auch spannend weitergeht. Zwei weitere Metreihen sind bereits in Planung. Ich denke, ich werde da garantiert euren Nerv treffen. Und eine hatte ich ja schon im letzten Chat angedeutet. Ich wünsche euch jetzt erstmal bis zum nächsten Mal alles Gute. Im Prinzip kann ich jetzt schon sagen, ihr könnt schon anfangen mit dem Ansatz von diesem Wikingerblut 2021. Ihr werdet begeistert sein. Auch mit euren anderen Ansätzen wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.